Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Friede des Auferstandenen sei mit euch allen. Amen. Es ist wieder Ostern. Inmitten der Dunkelheiten in dieser Welt geht ein Licht auf. Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Mächte des Todes sind besiegt. Was so unglaublich klingt, ist doch ein fester Bestandteil unseres Glaubens. Ein Hoffnungsschimmer inmitten aller Trostlosigkeit. Wir Christen sind Protestleute gegen den Tod. So hat es einmal ein evangelischer Theologe formuliert. Und ich kann dem voll und ganz zustimmen. Denn seit dem ersten Osterfest ist die Macht des Todes gebrochen. Der Tod behält nicht mehr das letzte Wort, sondern es gibt etwas, das über allem steht. Das Licht dieser Welt, Jesus Christus selbst. Jesu Auferstehung von den Toten weist alle weltlichen Herrschaftsansprüche in ihre Schranken. Egal wie mächtig starken Lenker auch sein mögen, Gott ist größer. Gegenüber all den Schrecken dieser Welt steht die Auferstehung Jesu, die selbst den Tod in die Schranken weist. Ja, der Tod ist immer noch da. Viel zu oft müssen wir ihn um uns herum erleben. Aber er hat an Macht verloren, weil uns nach dem irdischen Leben etwas viel Größeres erwartet. Darauf vertraue ich ganz fest. Gottes Macht kennt keine Grenzen. Das macht Mut, es stärkt und tröstet. Auch im Blick auf die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Gott wird auch hier einst für Gerechtigkeit sorgen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und bis es soweit ist, gilt es, das Unrecht beim Namen zu nennen und nicht alles hinzunehmen, wie es ist, sondern die Toten und Verwundeten, das Schicksal der Menschen hinauszuschreien in alle Welt und dagegen zu protestieren. Das Leid der Menschen, das darf uns nicht egal sein, denn wir sind Protestleute gegen den Tod, mit Hoffnung im Herzen und Zuversicht, dass Gott die Mächtigen von ihren Thronen stößt und die Niedrigen erhöht. Durch Maria kommt Gottes Protest zur Welt. Jesus ist Gottes Antwort auf alle Ungerechtigkeiten. Sein Leben und Wirken weist alles Böse in ihre Schranken. Jesus heilt Kranke, tröstet die Traurigen, speist die Hungrigen und weckt Lazarus von den Toten wieder auf. Jesu Leben ist ein Protest und ein Machterweis, dass Gottes Liebe stärker ist als alle Unzulänglichkeiten. Jesus steht an der Seite der Trauernden und Leidenden, der Ausgegrenzten und Unterdrückten. Und er ist dort lebendig, wo wir den Verstrickungen des Bösen Einhalt gebieten. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde alles so bliebe. Worte eines ganz anderen Osterliedes aus unserem Gesangbuch, das ich in diesem Jahr ganz neu für mich entdeckt habe. Kurt Marti, ein Pfarrer aus der Schweiz, hat es 1970 gedichtet. Oder ist es das eigentliche Osterlied? Darum, worum es an Ostern wirklich geht? Denn das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde alles so bliebe. Wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was ist, sondern verweisen auf den, der als Sieger vom Tod auferstand, der selbst den Herrn aller Herren den Tod besiegt, ein für allemal. Amen. Der Knecht.
Im Vertrauen auf ihn, der von den Toten wieder auferstanden ist, beten wir mit seinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit dem Segen des Auferstandenen in dieses Osterfest. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes und friedliches Osterfest. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen.